Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Nicht-Einbau, um den Anschluss vom Kochfeld. Das Ganze kann man aber verwenden für Kochfeld, für E-Herd, um die ganze Thematik, ob man das auf 400 Volt anschließt, also mit einer Phase, mit zwei Phasen oder mit drei Phasen, mit ohne Neutralleiter. Um all das soll es heute gehen. Ich wurde jetzt schon des Öfteren gefragt, wie man zum Beispiel ein E-Herd angeben kann. Ich habe in diesem Video und mir gezeigt, wie das mit der Herdanschlussdose funktioniert. Wer sich da informieren möchte, soll sich das Video bitte anschauen. Ich habe jetzt da heute ein autarkes Kochfeld, ein älteres Modell. Und das klemmen wir heute mal an. Kann man da die verschiedenen Anschlusspläne sehen. Entweder ist da daneben normalerweise ein Aufkleber oder das ist innen im Deckel drin. Und da kann man dann die verschiedenen Symbole sehen. Zum Beispiel das Symbol 1. N und der Sinuskurven. Das bedeutet, dieses Kochfeld kann man anschließen mit einer Phase, einem Neutralleiter, Wechselspannung. Das Ganze gibt es als 2N Sinus, 3N Sinus. Und dann, das ist die Besonderheit, das geht bei sehr vielen Geräten, was aber viele wahrscheinlich gar nicht wissen, man kann so ein Kochfeld anschließen mit zwei Phasen Wechselspannung ohne Neutralleiter oder sogar drei Phasen Wechselspannung ohne Neutralleiter. Ein Schutzleiter, den gelben, ein PE, den braucht man natürlich immer. Die erste Anschlussvariante, die wir hier machen, ist die herkömmliche. Bei Neuanlagen, die man zum Beispiel machen würde, mit drei Phasen Neutralleiter Wechselspannung. Das heißt, wir brauchen da drin fünf Drähte, also drei Phasen, einen Neutralleiter, der blaue Draht, und einen grün-gelben, den Schutzleiter, den PE. Und das klemmen wir jetzt mal. Das ist jetzt ein älteres Modell, aber das tut nichts zur Sache. Das Anschlussfeld schaut vielleicht ein bisschen unterschiedlich aus zu neueren Modellen, aber das tut nichts zur Sache. Wir haben hier der Popel, das ist einmal der Anschluss für den PE, für den Schutzleiter. Und dann haben wir da herin, das ist wunderbar, wunderbar auf dem Deckel. Auf dem Deckel, der wird so montiert. Wunderbar, da herunten, zeigt man das jetzt da, ja. Da herunten ist das Anschlussbild erklärt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, dass man das sehen kann, da sieht man das wunderbar. Man kann es aber auch an den Farben erkennen, Außenleiter, Außenleiter, Außenleiter und dann haben wir zwei Neutralleiter. Das ist bei den meisten, ich möchte sagen, nahezu allen E-Herden so, dass die Klemmerei 1, 2, 3, 4 und 5 ist. Das ist immer so 1 bis 5 durchnummeriert und bei diesen Klemmfeldern ist immer 1, 2, 3, das sind die Außenleiter, also L1, L2, L3. 4 und 5 ist der Neutralleiter und in der Standardausführung, in der normalen Standardausführung, ist so eine Kupferbrücke oder Messingbrücke zwischen dem Kontakt 4 und 5, dem Neutralleiterkontakt, immer schon drin. Bei allen Herden, bei denen das Anschlussschema so ist, ist da nicht nur eine Brücke dabei, sondern insgesamt drei. Denn je nach Anschlussschaltbild braucht man eventuell die Brücken an unterschiedlichen Stellen. Nur so viel dazu. Jetzt klemmen wir das ganze System so an, wie ein neuer E-Herd oder ein neues Kochfeld angeklemmt werden würde. Das heißt L1, L2, L3 sind die drei Außenleiter, wobei die Farbreihenfolge überhaupt keine Rolle spielt. Wir haben jetzt L1, L2, L3, den Neutralleiter und die Brücke von Neutralleiter von der Klemme 4 auf 5. Den PE, dann würde man versuchen, das Ganze so reinzudrücken, dass man nichts an irgendein Metall quetscht. Vorher nochmal kontrollieren, haben die Aderenthülsen sauber montiert, steht nichts raus, wird nichts gebrückt. Das sind 400 Volt, ist gefährlich. Und dann
kann man die Abdeckung montieren. Im Anschluss würde es weitergehen, müssen wir ja die Leitung, die vom Kochfeld kommt, an der Herdanschlussdose, die es dann hoffentlich so ausschaut, neue, moderne Herdanschlussdose montiert ist, anklemmen. Da muss man nur mit dem Schraubendreher oben rein und aufhebeln und schon schaut das gut aus. An alle, die da was anschließen müssen, nie so eine Dosen haben, sondern irgend so eine alte mit Lüsterklemmen oder vielleicht noch schlimmer mit Dosenklemmen, kann ich nur empfehlen, legt euch so eine Dosen zu. Das ist halt einfach sicher und richtig komfortabel zum Anschließen. Ist, wenn ihr die montiert habt, werdet ihr mir recht geben und sagen, ja, hat er recht gehabt, das gehört einfach gemacht. Ich verlinke das Ding unten einmal, kostet nämlich nicht weit. Unten haben wir die Möglichkeit, zwei Leitungen einzuführen. Wir brauchen allerdings nur eine. Die Leitung ist eingeführt, abgefangen, Zugentlastung festgeschraubt. Man sieht, das ist eine Litze. Für diese Herdanschlussdosen mit den Vago-Klemmen braucht man keine an den Litzen, keine muss man nicht verlöten oder Ader enthülsen, die kann man einfach so reinstecken. Natürlich kann man in die Vago-Klemmen auch starre Adern reinstecken. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Natürlich könnte man diese Drähte auch länger abisolieren. Man hat ja da Platz, um die dann da hinten verschwinden zu lassen. Wie man sieht, der blaue spannt ein bisschen, aber das ist ja nur zur Demonstration. Der Deckel ist schon einmal ausgestanzt. Rein, zack, zumachen und schon passt das. Wer sich für das Thema Klemmen interessiert, dem verlinke ich unter dem Video mal eine Playlist. Da habe ich alles Wichtige über die verschiedensten Klemmen schon in einem Video oder in mehreren Videos zusammengefasst. Wer sich für das interessiert, einfach anschauen. Das Ganze war jetzt mit drei Außenleitern, einem Neutralleiter und einem PE. Wenn wir jetzt nur zwei Außenleiter zur Verfügung haben, das ist jetzt das Klemmbild, da ist die interne Verdrahtung und dies, von dieser Seite kommt der Anschluss. Wenn wir jetzt nur zwei Außenleiter haben, ich zeichne jetzt das da auf, weil man es da ganz schlecht sieht, bei nur zwei Außenleiter mit Neutralleiter wird das folgendermaßen gemacht. Ein Außenleiter kommt hier dran, ein zweiter Außenleiter kommt hier dran und ich habe vorhin erklärt, da ist eine Brücke drin. Insgesamt haben wir ja drei dabei und wenn diese Brücken nicht mehr da sind, kann man einfach einen 2,5 Quadrat starren Draht zum Beispiel hernehmen und kann den genauso biegen. Da gehört dann diese Brücke rein. Dann haben wir einen Außenleiter, zwei Außenleiter, haben wir aber da alle drei miteinander versorgt. Und dann kommt wieder ein Neutralleiter rein. Da haben wir nur L1, L2. Wir haben zwei Außenleiter, einen Neutralleiter und dann ein PE, den grün-gelben. Also da hätten wir jetzt zum Beispiel braun, schwarz, blau, grün-gelb zum Beispiel. Die Adernfarbe kann natürlich in alten Anlagen ganz anders sein. Da kann der Neutralleiter zum Beispiel grau sein, der Schutzleiter, der PE rot. Ich habe aber auch schon Anlagen gehabt, da war sogar ein Außenleiter rot. Also da muss man dann sowieso mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die ganze Geschichte rausmessen. Dies war jetzt das Beispiel für zwei Phasen N Wechselspannung. Jetzt machen wir das Ganze mit nur einer Phase N Wechselspannung. Also man sieht wieder das Beispiel, Anschluss für die drei Außenleiter, Neutralleiter, diese Brücke ist ja schon vorhanden, haben wir ja erklärt, und der Schutzleiter. Bei der einphasigen Einspeisung kommt jetzt dann da nur ein Außenleiter, L1, und dann eben nochmal zwei Brücken da rein. Da der Neutralleiter und da der PE. Das wäre diese Geschichte. Da kann man dann auch ganz normal so eine Anschlussleitung mit passendem Querschnitt anklemmen und das Ganze an einer Steckdose anstecken. Es würde funktionieren, aber eins muss an jedem klar sein.
wenn man jetzt nur eine Phase hat, die zum Beispiel mit 16 Ampere abgesichert ist, wird man nicht die volle Leistung abrufen können. Das heißt, wenn dann alle vier Platten eingeschaltet sind, wird es wahrscheinlich die Sicherung werfen. Ist ja ganz klar, sonst verteilt sich ja das bei diesem Kochfeld zum Beispiel auf 3 Sicherungen mit jeweils 16 Ampere. Wenn man dann nur mit 2 arbeitet oder nur mit einer arbeitet, geht trotzdem alles, aber halt nicht alles gleichzeitig. Es nutzt auch nichts, wenn man dann plötzlich eine größere Sicherung reinmacht. Das wird schon funktionieren, aber dann würde die Leitung, die verlegt ist, so stark belastet, dass da zu Überlast, zu Bränden und weiß der Geier was kommen kann. Das darf man nicht machen. Die meisten Kochfelder oder einige Kochfelder haben sogar noch die Möglichkeit, ohne Neutralleiter zu arbeiten. Das zeige ich jetzt da aber nicht, weil das ein bisschen Spezialschaltungen haben und da sollte man sich echt wirklich damit auskennen. Das ist nichts für einen Laien. Aber grundsätzlich gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten, so ein Ding zu betreiben. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, bitte gerne einen Daumen da lassen und falls ihr noch nicht abonniert, den Kanal abonnieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht verarschen. Servus!